damit hallo und herzlich willkommen zu könnte bitte mal jemand die Musik etwas... Danke. Willkommen zum Unboxing der Moto 360 2015, der zweiten Generation also, in dieser etwas ramponierten Packung, weil ich es von Amazon habe, aus den Warehouse-Deals für 240 Euro, was ich einen persönlich sehr guten Preis fand und ich glaube, da gibt es auch noch ein paar mehr auf Amazon, also checkt den Link in der Beschreibung, falls ihr euch auch für die Uhr interessiert, was ihr tun solltet, weil sie echt ziemlich cool ist. Sie sieht der ersten Generation natürlich sehr ähnlich, aber es gibt doch ein paar Unterschiede. Ich habe mich hier für die 42mm Version entschieden, weil ich mir dachte, die 46mm Version ist mir vielleicht zu groß, zusätzlich mit diesen Stegen. Und hier seht ihr es auch im Vergleich zur ersten Generation. Das kann dann schon ziemlich massiv sein und ich fand die erste schon immer sehr groß. Jetzt bin ich persönlich sehr zufrieden mit der Größe. Das Ganze sieht aus wie eine richtige Uhr am Arm. Und das ist doch irgendwie mal was. Das will man doch eigentlich erreichen, wenn man eine Uhr trägt. Dass die Leute denken, hey, der trägt eine Uhr. Ich muss auch sagen, die Performance und die Akkulaufzeit sind bei mir spürbar besser. Und der Druckpunkt von diesem Knopf, Mann, der ist so viel besser als der von der ersten Generation. Man denkt gar nicht, dass sowas Unwichtiges so wichtig sein kann. Und ich muss auch sagen, das Display gefällt mir sehr gut. Ich bin also wirklich begeistert und ich dachte mir wirklich, boah, die zweite Generation, die hat zwar ein paar Neuerungen, aber viele sind das ja nicht gerade. Doch ich muss sagen, das Geld hat sich wirklich gelohnt und ich persönlich sehe sie als wirklich nötiges Upgrade zur ersten Generation an. Und die erste Generation habe ich jetzt wirklich die letzten Monate jeden Tag getragen und lieben gelernt. Das ist so eine Sache. Smartwatches, an die muss man sich erstmal gewöhnen, aber wenn man es dann gemacht hat, dann will man sie, glaube ich, nie wieder missen. Aber mehr dazu, das erfahrt ihr dann im Review, würde ich sagen. Denn das war schon von meinem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls so war, lasst vielleicht wie in guten alten Zeiten ein Like da und dann sehen wir uns im Review wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.